Hallo. Shalom. Shalom. Wir sind wieder live in der Botschaft oder aus der Botschaft der Nation Ephraim hier in Israel im Golan, im umstrittenen Gebiet. Und wir wollen heute mit euch über rote Kühe, alte Männer und ein paar Wunder in Israel sprechen, ja, die heute am Laufen sind und was heute so passiert ist auf der großen, weiten Welt. Wir hatten heute in Israel eigentlich einen relativ ruhigen Tag, eigentlich, oder? Also es gab keine Flieger zu hören. So Nee, großartig tatsächlich. Kriegsgebiet war heute gar nicht so rauszuhören, wenn man jetzt. Also heute war extrem, extrem an Vögeln. Also die Vögel waren heute zu hören. Ich habe mehrfach mit mehreren Leuten telefoniert gehabt. Und jeder, mit dem ich telefoniert habe, hat direkt gesagt, bist du draußen? Man hört die Vögel. Also wenn die Flieger vorbeifliegen, man hört sie nicht am Telefon, komischerweise. Aber die Vögel hört jeder, weil die haben eine ganz andere Frequenz. Und das hat jeder heute nochmal bestätigt. Also hier war auf jeden Fall was los. Also die Vögel haben gesungen, die Spatzen waren unterwegs. Und ja, und Ja, wenn man immer. wenn man nicht wüsste, dass des Krieges, würde man sagen, man ist ja hier schon in einem friedlich im Frieden irgendwie. Also für heute war Ja, es mal ein richtig heute war angenehmer Tag, friedlicher es war Tag, ja. sonnig, es war, ja. Ja, wir haben 31 Grad jetzt wieder zugelegt, ne? Also vor 2 Wochen waren es, glaube ich, noch irgendwie 16. Dann hat es halt irgendwie einen kurzen Sprung gegeben. Und jetzt seitdem sind wir so auf 30, 31 jeden Tag. Ist aber irgendwie auszuhalten. Und man freut sich auch ein bisschen, dass jetzt wieder die Sonne rauskommt nach der Regenzeit und so. Auf jeden Fall, auf jeden Ja. Fall. Also ich finde es ja besser, als wenn es jetzt irgendwie regnet oder kalt ist. Also ich finde das Wetter ja total Ja, angenehm. auf jeden Fall. So, kommen wir zu den News. Können wir machen, ja. Wir haben ein paar News gefunden heute auf der großen Bühne. Du müsstest, glaube ich, mal den Screen noch teilen, ja. Immer. Wir waren heute natürlich wieder auf der Pirsch und haben geguckt, was Adam Elio Berkowitz so macht. Ein Autor von Israel 365 News und auch hier mit uns Nachbar hier in Katrin, der auch schon in unserer Botschaft war und der aber nicht so gerne über uns schreiben möchte, ja. Hat so seine Gründe, ja, da gibt es ein paar Sachen, die er nicht versteht oder nicht verstehen möchte. Und deswegen lässt er uns gerne aus bei den Sachen, die passieren, aber er schreibt halt gerne über andere Leute, die so das Heilige Land besuchen, wie zum Beispiel jetzt hier auch seit neuestem wieder auf diesem Artikel, der gerade rausgekommen ist oder heute rausgekommen ist. Zukünftige christliche Führer trotzen dem Krieg und bereisen das Heilige Land. So, wenn du das Wort dem Krieg trotzen hörst in dem Zusammenhang mit unserer Story, was fällt dir dazu ein, Juri? Weil wir trotzen ja auch Ja, eigentlich die ganze Zeit schon, ne? wir trotzen ja die ganze Zeit schon, wir trotzen ja schon über unserem Limit, sag ich mal. Ja. Es gibt ja irgendwie so ein Limit, die sich irgendjemand ausgedacht haben, irgendwelche Ja, Leute, auf jeden wo Fall. man meint, okay, genauso wie die Römer, die haben ja auch immer Limits und so weiter. So glaubt man, ja, in Israel läuft das auch so. So, und jetzt haben wir ja gesagt, nee, wir bleiben hier, wir stehen mit Israel und Israel ist unser Zuhause und wir möchten auf jeden Fall die Nummer mit Israel durchziehen und sind ja hier, wie du ja schon sagtest, in Afrin, wo Ja. der Adam Berkowitz ist, der uns gelegentlich über den Weg läuft. Und der sieht ja, dass wir trotzdem, obwohl er weiß, dass wir diesen Status quo nicht haben in diesem Land, also laut Behörden, trotzdem hier rumtrotzen. So, und schreibt er trotzdem nicht über uns, Ja. sondern über irgendwelche Christen, so Ja. wo er eigentlich sagt, ich habe keine Ahnung von Christen, also ich weiß nicht, was die hier alles machen und tun, aber schreibt von Christen und sagt, wie toll, dass die jetzt Israel besuchen kommen, trotz des Krieges. Ja, wie mutig die sind, Wie ne? Ja, mutig. setzen sich ins Wow. Flugzeug und nehmen einen ganz normalen Linienflieger und kommen hierher. Wow. Und das wird dann hochgeschrieben. Und ja, wir normalerweise hier, die jetzt sich hier tatsächlich im Krieg die Stellung halten und eigentlich jeden Tag von der Rakete getroffen werden können, da hat er natürlich nicht so die Lust drauf, ne? Das wollten wir auf jeden Fall mal darstellen. Dennoch natürlich, jeder, der heutzutage auf der Seite von Israel steht und sich da macht, ist dann natürlich halt auch auf der richtigen Seite der Geschichte angekommen. Die Christen werden vielleicht das ein oder andere lernen müssen, was das betrifft mit der Erfüllung der Prophetie und wer am Ende des Tages ist. Aber auf der Seite von Israel zu stehen, ist erstmal jedenfalls keine falsche
keine falsche Entscheidung. Auf jeden Fall werden hier viele christliche Lieder vorgestellt, die da erwähnt werden, wo es halt auch darum geht, wahrscheinlich glauben sie auch erstmal daran, dass Jesus Gott ist, aber wie gesagt, sie stehen zumindest mal auf der Seite von Also ihm. wenn die den Titel Christen tragen, meistens schon, so wie wir das bis jetzt kennengelernt haben. Es gibt es alle möglichen anderen, die, wie auch immer, wir wollen ja jetzt nicht genauer eingehen, aber wir gucken in unsere Videos rein. Aber vielleicht gehen wir mal rüber auf das nächste Thema, Ja, wo der Berkowitz das nochmal ist er. über ein Thema gesprochen. Das ist der Berkowitz. Und da geht es dann darum, in diesem Thema, um die rote Kuh. Jetzt haben wir da über das Thema berichtet. Plötzlich kam eine Entwarnung, pass auf, es ist alles eine Lüge mit der roten Kuh, mit der Opferung einer roten Kuh. Und der Berkowitz meinte, er ist schon seit ewig und drei Tagen unterwegs und schreibt über dieses Thema seit über 20 Jahren. Und das wäre eine komplette Lüge. Jeder, der was anderes erzählt, dass da was stattfinden soll mit der roten Kuh, lügt. So, Genau. das war seine letzte Aussage, die wir mitbekommen haben. Er hat die roten Kühe auch besucht selber. Wir wollen da noch hinfahren zu den roten Kühen. Wir wollen demnächst auch rüberfahren, euch das zeigen, wie das echt aussieht. Und so. Und heute haben wir eine Nachricht. Von ihm, Von ihm, genau. nochmal, ja, dass man jemanden gefunden hat. Ich kann es ja mal weiterführen. Ja, Kosher Cohen, es muss also ein ganz spezieller Typ sein, der eigentlich diese Kuh schlachtet und das Ritual da durchführt und so. Und der muss halt, sagen wir mal, der muss halt zu Hause geboren sein, ne? Der darf nicht in der Nähe vom Toten geboren sein. Genau, Ne? der darf nicht Genau. im Krankenhaus geboren sein, weil im Krankenhaus Leute halt auch sterben. Und deswegen wäre er dann nicht koscher, es muss ihm eine Hausgeburt sein. Ja. So viele, also in Israelis und sag ich mal, sind ja erstmal normal bei den Israelis ist das üblich, dass im Haus Kinder geboren werden. Ich meine, der Ulf hat ja auch da Erfahrung selber mit den Sachen und deswegen sagen wir, also für jeden nochmal so, okay, das ist jetzt nicht irgendwie was Ungewöhnliches. So, und jetzt kommt der Berkowitz, dann wollte ich ja, als er weiter erzählt, dann kommt der Ja, da Berkowitz kommt halt halt. jetzt der Berkowitz rum und sagt, jetzt hat man jemanden gefunden, der halt genau dieses Ritual, was mit der Schlachtung dieser roten Kuh zu tun hat, dass halt jemand gefunden ist, der das halt durchführen kann. So, jetzt innerhalb kürzester Zeit kommt jetzt hier ja so ein Meinungsschwenk, auf den wir einfach mal hinweisen wollten und spiegelt einfach ein bisschen wider, wie er sich einfach auch uns gegenüber verhält immer die ganze Zeit, habe ich finde, so dieses Switchen, er kam noch mal an, ja, ich möchte mir gerne mit euch auch irgendwie Frieden schließen, dann wird sich wieder umgeswitcht, dann hat er das auch nicht mehr machen wollen, das war auch eins der Dinge, Na okay, die da gelaufen sind, ja. da laufen jetzt irgendwelche Sachen, also die steckt er jetzt nicht drinne, also drinne, da ist ja quasi der Ulf und der Berkowitz, da gibt es Probleme, ich meine, die sind nicht seit gestern, sondern es läuft schon länger was, so dass der Berkowitz jetzt nicht reagiert, aber man muss auch dazu sagen, gerade bei diesem Thema, wir haben vorher mit dem Alex gesprochen gehabt. Ich schalte mal nochmal um. Wir haben mit dem Alex gesprochen gehabt und das ist halt, man muss das so sagen, die Deutschen, die sind, wir kennen das, wenn wir nach Israel kommen, wir gucken die Leute, also mit den normalen Dingen, den normalsten Dingen der Welt, sind die komplett, wo man sagt, Alter, was ist denn hier los? So, was bei den Deutschen eigentlich alles organisiert ist, alles Recht und Ordnung hat und so weiter, also diese deutsche Ordnung, wie man dann sagt. So, aber was das Wort Gottes angeht und zu sagen, das Wort Gottes zu leben, da sind die überhaupt nicht ordentlich. Da schlampen die rum, da machen die die übelsten Sachen, dann ist denen das scheißegal, was die machen. Das ist halt übel. Aber andersrum in Israel sieht das aus, dass die genau andersrum sind. Alles. Also die Gläubigen, alles, was das Wort Gottes angeht, wie rote Kuh, da wird jedes Härchen untersucht. Da wird alles genau untersucht. Da wird jetzt nach dem Kohen, damit man ja nichts Falsches sagt. Man sagt nein und man hat tatsächlich, ich sag's mal, Ehrfurcht vor Gott. Mehr Ehrfurcht vor Gott als vor irgendeinem Nachbarn, der in deinem Garten kommt und sagt, was für einen beschissenen Garten der hat.
Also, dass der Nachbar über dich, sag ich mal, jetzt spottet, als das Blatt hin und her. Das heißt, man hat mehr Ehrfurcht vom Staat, dass du deine Mülltonne falsch hinstellst, als vor Gott, wenn er sagt, pass auf, du hast deine Sachen nicht erledigt. So, das ist halt der Unterschied, und deswegen kann ich auf einer gewissen Art und Weise auch den Berkowitz irgendwo verstehen, so, weil er auch in einer gewissen Situation steckt, aber nichtsdestotrotz, sag ich mal, ich meine, wir sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn, die Möglichkeit bestehen sollte, das zu klären. Und jetzt, was du jetzt vorher gesagt hast, gezeigt hast, vielleicht gehen wir mal auf diesen Kohen, vielleicht schiebst du im Video beim Regel da, wir zeigen, das fand ich ziemlich, war das? Ja, genau hier. So, das ist der Kohen, ziemlich junger Bursche, wie man sieht, ich weiß nicht, ich würde ihn jetzt schätzen auf 15, 16. Vielleicht älter, ich weiß es nicht. Also der sieht ziemlich jung für mich aus, der Junge. Und also er ist komplett qualifiziert. Oh, Entschuldigung, ich habe das Bild nicht gewechselt. Hier nochmal den Jungen. So, ziemlich junger Typ. Und der ist quasi qualifiziert, um das zu tun und das durchzuführen mit der roten Kuh. So, jetzt erwähnt der Berkowitz jetzt auch noch in diesem Video, das schalte ich noch mal um, er wählt in diesem Video, wo er sagt, pass auf, die Nummer mit den Christen, ist halt die, jeder kann sich das ja selber anschauen, ist halt die Sache, dass die Christen, die glauben nicht, die Nummer mit der roten Kuh, glauben aber an Jesus, sagt er. So, wenn die an Jesus glauben, dann war ja Jesus, er war ja im Tempel. So, wenn Jesus im Tempel war, dann hat er sich auch also, der musste sich reinigen. Da musst du halt einen bestimmten Prozess, Reinigungsprozess. Und dafür brauchst du die Asche von der roten Kuh, wenn du das tun willst, was Jesus gemacht hat. So. Und deswegen ist das halt, macht es überhaupt keinen Sinn, zu sagen, nehme ihr roten Kuh und wir glauben an Jesus, und jetzt wollen die Antichristen, das ist völliger Bullshit, was wir sagen wollen. Und das ist halt gerade diese Verwirrung, und das ist halt in Israel hier eine komplett andere Denkweise. Weil hier beschäftigt man sich mit den Geboten Gottes und nicht mit irgendwelchen Geboten der Welt. So, und hier ist man ganz genau mit den Sachen, und weil es steht ja geschrieben, es geht um ein reines Herz und nicht um irgendwelche reinen Äußerlichkeiten, aber erstmal um ein reines Herz, und dann kann man natürlich. Also so wie innen, so nach außen wird das sich, sag mal, rauskristallisieren, aber darum geht es. Ich finde halt noch interessant in dem Zusammenhang, wenn du sagst jetzt, dass in Deutschland wird dieses Weltliche präzise gelebt. Hier wird das Göttliche präzise gelebt. Und wir sind ja auch dabei und machen diesen neuen Bund halt zwischen den Deutschen und halt dem jüdischen Volk, der ja auch in der Schrift steht. Und viele Deutsche werden ja auch erkennen, dass sie Israeliten sind. Und ich denke, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, das heißt, wenn die, ich sag mal, die Gottlosen von den Göttlichen lernen, wie man halt, was das damit zu tun hat mit Gott, ja, und die anderen lernen, wie man solche Sachen auch nochmal präzise, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, glaube ich, es wird halt eine ganz starke Verbindung sein, Ja. die halt auch fruchtbare Dinge hervorbringt. Ich würde sagen, fast schon Wunder, die Welt wird Wunder Ja, auf durchströmen. jeden Fall, weil die Welt wird mit einem Klick, sagen wir, zu einem besseren Ort Auf jeden Fall. von der einen Seite und der anderen Seite, weil Die besten Sachen kommen halt zusammen genau, und genau. ja. Der Schmuck, der bleibt draußen, und das ist So, wie gut. man das sich auch für die Kinder wünscht, im Grunde genommen. Ja, das Beste vom Vater, das Beste von der Mutter, es kommt zusammen, und dann ist hoffentlich das Kind halt genauso. Genauso, genau. Ja, und ja, gehen wir mal einen weiter. Ja. Genau, Kinder genau. können ja recht alt werden. Ja, Genau. in der Bibel steht gleich, glaube ich, da steht ja mal ganz klar drin, wie alt man werden kann. Ne? Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Ne? Also Gott legt in der Schöpfung erstmal die 120 Jahre fest. War nicht immer so, aber so im Verlaufe der Zeit, nach dem Rauswurf aus dem Paradies, hat sich das so hinkristallisiert. Und wir haben heute jetzt mal eine Meldung nochmal mit reingenommen, die da rausging, dass so als der älteste Mann
der Welt mit 114 Jahren in Venezuela verstorben ist. Also Also es gibt ja jedes 6 Jahre Jahr, fehlten noch. genau, es gibt ja jedes Jahr den ältesten Mann der Welt. Letztes Jahr, glaube ich, war einer 118. Dieses Jahr ist einer 114. Was ich witzig finde, dass der alte Mann, also der hat ja so einen Hut an, wo der Alex direkt gesagt hat, okay, was ist das für ein Typ? Okay, Venezuela, ist das irgendwie ein jüdischer Typ? Das fand ich ziemlich witzig, aber wir waren ja auf den Ding gekommen, also was ich interessant heute fand. Da 114 ist, wird heute in der Lesung, in der täglichen Lesung der Psalmen auch 114 gelesen. Und das fand ich halt interessant, weil man sagt, okay, wie das mit dem Wort Gottes. Das heißt, auf der gesamten Welt, der älteste Mann stirbt heute und es wird der Psalm 114. Ich finde das schon Ja, und es von diesem handelt. Aspekt schon ziemlich krass, wo ich mir sage, Und wie Gott halt wirkt. ja, genau, erstmal das und dann halt natürlich geht es wieder um Jakob, ne, bei dem Psalm, ne, wenn man Der jetzt Holy liest, Maroth. ne, als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk, das unverständlich redete, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Das Meer saß und floh, der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Was war mit dir, Meer, dass du flohst? Mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandest? Mit euch, Berge, dass ihr hüpfet wie Widder? Mit euch, Hügel, dass ihr hüpfet wie Lämmer? Erbebe vor dem Herrn, Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell. So, und vielleicht nochmal dazu zu sagen, wir sind ja die Erbengemeinschaft Jakobs. Es geht ja die ganze Zeit um die Erbengemeinschaft Jakobs und die Deutschland was gemacht hat. Und hier geht es ja wirklich darum, die ganze Erde ist in Aufruhr. Also die ganze Erde ist momentan in Aufruhr. Das ist, dazu kommen wir gleich im nächsten Video. Vielleicht können wir das auch einblenden. Was hier in Israel in Perzrim aktuell los ist. So, ich wechsle den Bildschirm. Okay. Wir stehen in unserer wunderschönen Botschaft. Die Jungs haben hier letzte Woche voll klar Schiff gemacht, die ganzen Dornen entfernt. Ihr sollt ja die Dornen entfernen vom Guten. Und die haben hier das ganze Unkraut entfernt. Und seit 3 Tagen oben in unserer Datte, also in Katrin und vor allen Dingen in Israel, aber vor allen Dingen in Katrin stehen ganz viele Dattelpalmen. So unsere Dattelpalme, weil die so hoch ist, dass da kommst du fast gar nicht ran. Die wurde nie beschnitten. So deswegen sind da wo sonst die Datteln drin hängen, das sind diese, den Blättern da diese kleinen braunen Ästchen. So da hängen die Datteln drin. Wenn man durch Katrin läuft, sieht man jetzt beschnittene Datteln mit richtig schönen Dattelnestern. So die Dattel ist ja eine von den 7 Früchten Israels. Und seit 3 Tagen fliegen die Vögel vom Baum zu Baum. Und ich weiß nicht, ob in den Blüten irgendwas drin ist, was die fressen, was die picken. Aber auf jeden Fall, der Juri hat letztens erst hier gekehrt. Da fliegen auch wieder schon Sachen runter. Sorry, ich habe nicht Da auf haben die die Vögel die Bäume ganzen gestellt. Blüten hier runtergeschmissen. So, und jetzt ist ja die Zeit, in der wir leben. Man spricht ja von den Geburtswehen des Messias. Deswegen ist alles so schmerzhaft und alles so eng manchmal und so bedrückend, nicht nur bei uns selber in uns drin, sondern in der ganzen Welt. Und nach den Geburtswehen kommt halt auch die Hochzeit. So, und das ist wie bei Hochzeiten, wenn dann die kleinen Blumenmädchen da sind mit ihren Säckchen und dann die Blumen schmeißen. So, in dem Sinne, die Hochzeit ist nahe und macht mit. Wenn ihr dabei sein wollt, unterstützt uns. Bis später. Okay. Jawohl. Hast du noch was? Ja, da kommen wir gleich noch dazu, aber ist so, ich finde es halt noch interessant, dass nachdem wir diese ganzen Sachen mit den Dornen da gemacht haben, dass das mit dieser Palme dann auf einmal losging, weil ich meine, dass es im letzten Jahr nicht so war. Also, dass diese weißen Dinger auf einmal irgendwie rumlagen. So, Also ich kann ich mich war gar im nicht dran letzten erinnern. Jahr nicht in dieser Zeit da. Das kann ich nicht sagen, aber ich finde es schon ziemlich bemerkenswert. Also es fing ja jetzt gerade an, wir waren in Haifa gestern, also es fing jetzt an am 1. April. Vom 1. April kamen so die ersten
Sachen runter. Und Ja. jetzt durchgehend und heute hat es ja richtig runter, da kommt noch einiges runter. Ja, wir haben gedacht, die Vögel, die kommen das, haben das irgendwo geholt, essen das dort und lassen dann heute mit Absicht irgendwie diese Dinger fallen, bis wir dann überhaupt erstmal festgestellt haben, dass das von der Palme Genau, eigentlich kam. man muss dazu sagen, wieso man auf so eine Idee kommt, dass die Vögel da was Ja, runterschmeißen, ja. weil wir haben ja im Winter haben wir plötzlich überall lagen irgendwelche Orangenschalen. Und Mandarinen Mandarinen, und Mandarinen jede Mandarinen, Menge. Mandarinschalen, und da dachte ich mir nur so, was mit dem Nachbarn los? Ich meine, haben wir den Nachbarn so verärgert, dass der Mandarinschalen, und dann haben wir gesehen, dass die Vögel permanent auf dem Baum sitzen, ihre Mandarinen essen und uns das in den Garten schmeißen. Ganz genau. Deswegen sind wir natürlich auf diese Idee gekommen. So. Auf jeden Fall lag unten ziemlich viel, liegt momentan auch immer noch alles voll, fast so wie eine Schneedecke schon fast, geht in die Richtung, Wir ja. werden es morgen nochmal berichten, Ja, Philipp. genau. Vielleicht machen wir da mal ein Foto oder ein Video von euch, das nochmal zu zeigen. Auf jeden Fall wollen wir nochmal trotzdem zu den Wundern zu sprechen kommen. Alex hat es ja schon gesagt, diese Hochzeit ist ja irgendwie parat und ist natürlich auch bei dem Jehuda Teichtal, der jetzt gerade in Jerusalem rumschwirrt, ist das natürlich auch auf dem Schirm, ne? Der uns jetzt schon auf den neuen Monat Nisan einstimmt und der Monat der Wunder sein soll. Hier steht er an der Klagemauer unten, wir lassen ihn mal zu Wort kommen. Same here by the Kotel Hamaravim, Klagemauer. Genau, Jesus, Shabbat, vor Shabbat, wenn wir sagen, die Monat Nisan. Die Monat Nisan ist die Monat der Wunder, die uns überstehen, zeigt auf die Durchsetzungsfähigkeit von dem jüdischen Volk. Die Römer hatten versucht zu vernichten über Jahrtausende zu Amisrael. Monat Nisan ist ein Monat von Wunder. Wir stehen hier an der Orte Wunder. Mit Gottes Hilfe werden wir in diesem Monat, im kommenden Monat und vorher, ein Wunder erleben, wo die Soldaten in Israel werden einen absoluten großen Sieg haben. Und das Wattenscherm, wir haben die Männer von der Ulla, Amen. So, jetzt kannst du vielleicht mal nochmal das, nee, hier einmal schließen. Und dann gehst du mal ein bisschen tiefer. Und jetzt sehen wir hier die Chabad-Synagoge. So, da wart ihr ja gewesen. So, das ist ja die 77 in Tel Aviv. Die bei gibt es Tel ja Aviv, auch, ja. die gibt's ja auch in New York. Ja. Steht die drin, und hier ist ja quasi die 1 zu 1 Kopie. Da wart ihr drin. Und was ich witzig fand, geh mal bitte nochmal auf das vorige Video beim Alex, wo der Alex drin war, und tiefer hier und wo, hier genau, auf das Foto, genau, das Foto. So, hier stehe ich mit dem Alex von 77 gestern an dem Schild, und da gab es noch ein Foto mit dem Josef Edrich, standen wir da dran. Was ich damit sagen will, also alles fügt sich wie. Kann man oft nicht erklären, aber wo ich sage, pass auf, Gottes Wirken ist überall zu sehen. Und der Jehuda Teichtal hat auch in einem anderen Video, das habe ich leider nicht gefunden, davon gesprochen. So, wir bereiten uns jetzt darauf vor, Messias ist da, alles ist vorbereitet, alles muss vorbereitet werden, und jetzt geht es richtig los. Wir stehen kurz vor Passa. So, und vielleicht schwenken wir jetzt mal zum nächsten Thema. Ja, also auch was jetzt diese Geschichte betrifft von diesen Wundern. So, wenn wir jetzt mal nur mal schauen, was die letzten 7 Jahre bei uns mit diesem Ding gelaufen ist, ja, diese Entwicklung, wenn du rausgegangen bist, hast Leuten du kriegst halt eine Offenbarung rein, ja, also eine Erkenntnis, möchtest die Leuten mitteilen und die ist aber tatsächlich auf einer Höhe, findet die statt, wo du natürlich gegen Mauern läufst, wenn jemand das nicht hat, diese Erkenntnis. Und du arbeitest jetzt damit und diese ganze Story entwickelt sich und jetzt kannst du alles das, was man irgendwie selber im Kleinen erlebt hat, hast du auch im Großen in der Welt passieren sehen. Und du hast dann so eine Tendenz, die sich so über die Jahre tatsächlich bis auf einen speziellen Punkt halt hin entwickelt hat. Und das ist auch, glaube ich, das, wovon er redet, in welche Richtung das jetzt geht, dass da jetzt eine Auflösung ansteht über all die Sachen, die jetzt gelaufen sind. Witzig, gerade ein Gedanken, der mir so durch den Kopf gegangen ist, wo du sagst, okay, du läufst gegen Mauern. Wir sehen hier den Jehuda Teichtal an einer Mauer stehen, und da stehen ja ohne Ende Leute an einer Mauer.
So, und dann sagt es, okay, wenn man Leuten das erzählt, als ob man gegen die Mauer, dann habe ich gedacht, eigentlich nicht. Weil in dem Moment, du bist ja, du wirst erfüllt von der Wahrheit, und jetzt schwebst du eigentlich. Also du schwebst quasi schon in einer anderen Sphäre, sage ich mal, in anderem Verständnis. Und du gehst und die Leute sind wie von der Mauer. Die sind Ja, permanent, das meine natürlich, ich ja. genau, Das diese, meine ich ja. weil du sagst, man ist wie von der Mauer, aber andersrum, die sind wie von der Mauer. Man Ja. ist ja schon über der Mauer, man ist ja schon auf der Mauer, das will ich sagen. Hier, wie, Ja. man ist schon auf der Mauer drauf und Leute stehen immer noch vor der Mauer und sagen, okay, alles klar und denken, okay, irgendwas, So habe ich es gemeint, ne? Also okay. du hast dich vorher mit deinen Freunden, war das für dich auch völlig normal, dich über Gott und die Welt zu unterhalten. Und dann kriegst du tatsächlich eine Offenbarung, die mit Gott was zu tun hat, ja? Siehst auf einmal ein paar Dinge aus einer ganz anderen Sicht und willst das natürlich den Leuten, die du dir das vorher mit, das dann normal war, auch über Gott und die Welt zu reden, dann auch mitteilen. Und dann und wahnsinniger und was weiß ich nicht alles, was da gelaufen ist, so. Aber jetzt kristallisiert sich raus, dass man halt tatsächlich da auf dem, dass wir auch ja kontinuierlich weiter rausgegangen sind und damit auch Gold richtig gelegen haben die ganze Zeit. Apropos Gold, zur nächsten Sendung, damit wir zum nächsten Spot, was gerade mit dem Gold passiert. Ne? Kannst du vielleicht noch was sagen? Ja, also wir haben ja. Ich glaube, viele Leute, die sich halt mit diesen ganzen Edelmetallen auskennen und sich damit auseinandersetzen und die auch irgendwann mal auf den Jeeper kommen, dass Gold, ja, Gold und Silber ja eigentlich das echte Geld ist, die warten ja auch schon ewig darauf, dass dieser Kurs jetzt dann mal wirklich in irgendwelche Dinge reingeht, wo man halt auch sagen kann, ja, okay, jetzt setzt sich tatsächlich das echte Geld gegenüber diesem Schuldgeldsystem durch. Und wenn man auf den Goldkurs schaut, dann scheint es jetzt dann zumindest mal in die Richtung zu gehen, wo das halt sich immer mehr rauskristallisiert. Wenn du das auf einer langen Ebene anschaust, sagen wir mal die letzten 20, 25 Jahre, was aus dem Goldpreis von dort bis heute geworden ist, dann ist natürlich eine Tendenz, die einfach nur normal, ganz normal hochgeht. Also so kontinuierlich kann man den Goldpreis wachsen sehen. Und das ist eine Sache, die wir auch immer wieder als Wunder ja irgendwie mit Wunder in Verbindung gebracht haben. Und wenn jetzt die ganzen anderen Sachen, über die man redet, vielleicht da noch gar keine Verbindung zu hat, aber Gold ist real und Silber ist real. Du kannst Silber halt ist mit, draußen. naja, die kommen gleich drauf, du kannst halt mit diesen Sachen wirklich Werte erhalten. Das, was du an Kaufkraft jetzt vielleicht noch im Schuldgeld zu liegen hast, geh rüber auf, kauf dir davon Gold und Silber, am besten bei uns, holst du dir die Tempelcoin, die ist ja unten eingeblendet. Da kann man sich Silber kaufen oder auch den Barren, den 25-Unzen-Barren, den wir rausgebracht haben oder den der Hannes kreiert hat. Gutes Produkt, um jetzt Silber zu sammeln und sich zu holen und das zu stacken. Und da ist jetzt ein großer Switch zu erwarten. Auch bei Silber nähern wir uns jetzt hier mit riesigen Schritten jetzt mal wieder der 27 Dollar-Marke. Man muss halt allerdings dazu sagen, dass es halt immer noch weit unter der echten Bewertung. Also das ist halt beim Silber immer noch günstig wie Blech. Also greift zu, kauft davon, so viel ihr davon kriegen könnt, wenn ihr habt, wenn ihr das Geld übrig habt dafür. Lange Jahre hat sich das jetzt abgezeichnet, in welche Richtung das geht und alles wartet mal. Beim Silber natürlich geht es ja auch darum, das ist der Solarplexus des Finanzsystems, wie Ulf immer so schön sagt. Und wenn Gold jetzt anzieht, dann zieht Silber natürlich manchmal hinterher, das heißt manchmal im Grunde genommen hinterher und kann sich in der Kaufkraftmaximierung dann echt potenzieren, sodass so da Leute schon davon reden, das ist der neue, der echte Bitcoin, wenn man so Also ich möchte. finde das ziemlich witzig, weil das ja alles Realtime ist, was wir hier Yes. sehen. Ja. Und alles, vielleicht kommen wir zum Schluss, wir haben so alles, was wir hier sehen, hat unmittelbar, womit wir, um die Bogen nochmal zu spannen, hat damit zu tun mit Israel. Alles, was in Israel passiert, oh, alles, was in Israel passiert, spiegelt sich quasi überall nieder. Also auf dem Goldpreis, überall, wo was läuft. Wenn Leute, wenn ihr nicht wisst, was in Israel momentan abläuft, deswegen der Newsflash, um zu euch mal ein paar Sachen zu erklären, was abläuft, dann habt ihr keine Ahnung.
So, wir gehen jetzt in den Torwartclub anschließend. Wir haben hier unten den Banner, den Torwartclub. Besucht unsere Seiten, macht mit, schickt Kohle. Wir haben Konten drin. Jeder, der uns unterstützen möchte, unsere Arbeit gut findet, macht ein Like. Wir haben hier 672 Leute gehabt. Auf unserem Kanal sind es so wenig auf YouTube. Ladet Leute ein, macht mehr Werbung dafür, dass mehr Leute reinkommen, dass wir auf die 770 kommen oder 777 oder noch mehr, wie auch immer, so viel es geht. Unterstützt unsere Arbeit, wenn ihr die cool findet. Am besten mit Kohle. Ja. Und jeder, der mehr wissen will und sagt, okay, das hat mir gefallen, vielleicht geht es genau damit weiter im Torwartclub. Wir werden im Torwartclub weiter über Themen reden, die hier noch passieren, weil das ist nicht das Einzige. Das ist nur das, was wir in den Rahmen reinpacken können. Und deswegen laden wir euch ein, kommt in den Torwartclub. Wir wechseln jetzt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich auch. Also ich bin dabei beim Danke sagen. Und Ich würde trotzdem gerne noch sagen, wer Israel segnet, der wird gesegnet. Amen. Ja? Das heißt, wenn du was spendest und uns dabei unterstützt, damit wir die Arbeit machen können für Israel, dann kommt das auch alles zehnfach zu dir zurück, auf die eine oder andere Art und Weise. Ist schon längst bewiesen. Also, Gute Nummer. bis zum nächsten Mal. Morgen letzte Sendung in dieser Woche, bevor es dann zur Lesung geht und dann die neue Arbeitswoche am Sonntag startet. Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen bei uns aus live hier aus der Botschaft. Und teilen, liken und ein Abo dalassen im besten Fall. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.